Wir haben ja jetzt eh schon fast alles, was wir brauchen. Addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren, hätten wir erledigt. Dann haben wir noch gehabt, quadrieren und das Gegenteil, Wurzel ziehen, haben wir erledigt. Rechnen mit Potenzen, haben wir erledigt. Jetzt machen wir noch ein kleines Kapitelchen, das nennt sich Kubieren. Wer da jetzt kopieren verstanden hat, hat sich verhört. Kubieren. Aber das haben wir so schnell erledigt, da könnt ihr gar nicht so lange das Video schauen. Eine Zahl mit sich selbst multipliziert und dann noch einmal. So was haben wir doch schon einmal gehabt. Der Dreier steht also jetzt dreimal drauf. Man sagt also 3 hoch 3. Hat jetzt nichts mit Dreier zu tun. Dreimal dieselbe Zahl hoch 3. Das nennt man kubieren. Spätestens jetzt sollte die Erinnerung kommen, da war doch irgendwas, wenn wir ein Volumen ausgerechnet haben, Kubikzentimeter. Kubikmeter. Von diesem Kubik kommt auch das Kubieren. Das war es auch schon, weil die Regeln, die wir gehabt haben für das Quadrieren, gelten da auch. Da ist nichts Neues dabei. Und man kann es jetzt schon fast erahnen. Gell? Das Gegenteil, wenn ich zum Beispiel habe 27 und ich möchte die dritte Wurzel haben, da suche ich also eine Zahl, die, so wie wir es da oben geschrieben haben, dreimal mit sich selbst multipliziert diese Zahl ergibt. Das war's. Was ergibt 64? Wir wissen es, 4 mal 4 mal 4. Und auch hier gelten wieder genau die Sachen, die wir vorher schon gehabt haben. Was weiß ich, 3 Viertel, die dritte Wurzel. Man zieht aus jedem einzelnen Teil die Wurzel. Und es gilt auch das, was ich schon beim anderen gesagt habe. Die dritte Wurzel von 3 hoch 3 ist 3. Auch die dritte Wurzel von 3 hoch 3 ist 3. Da ist also überhaupt nichts Neues dabei. Da können wir uns ja direkt spielen und ich brauche euch nur mehr in der Stunde zeigen, wie man das mit dem Taschenrechner macht, weil meiner funktioniert da ein bisschen anders. Das war's. Kopieren und Kubikwurzel ziehen. Gesehen? Kubikwurzel ziehen. Das war's.